Hallo, hier ist Ritter von Bier. Und wenn ihr den Titel gelesen habt, dann denkt ihr euch jetzt vielleicht, what the fuck, warum labert der denn jetzt auf einmal über Mumien? Ja, mein Kanal wird wirklich gerade zu einem kunterbunten Durcheinander von Informationen. Erst erzähle ich euch irgendwas von einem tragischen Unfall in den russischen Bergen, dann mache ich mich über Flachis lustig, erzähle Geschichten aus der nordischen Mythologie und jetzt, bam, Mumien. Was kommt wohl als nächstes? Vielleicht ein tolles Rezept für Ingwerbrot? Naja, mal schauen. Zurück zum Thema. Ich bin schon recht früh auf das Thema Mumien gestoßen. Das lag daran, dass ich als kleiner Humpen besessen war von altägyptischer Geschichte und sowieso von Mumien an sich. Auslöser dafür waren, dass ich damals als kleiner Humpen gerne mal in alten Steinbrüchen rumgekraxelt bin und da dann ganz schnell auf meine ersten Fossile gestoßen bin. Und der andere Auslöser war dieser eine Tim und Struppi-Film mit der merkwürdigen verfluchten Inka-Mumie. Und da war es um mich geschehen. Also, der Begriff Mumie sollte euch ja allen bekannt vorkommen. Der Begriff leitet sich von dem persischen Wort Mumia ab, was so viel wie Erdpech bedeutet, was eine Art entwässernde Salbe ist. Und man vermutet, dass die damaligen Mumien gerade im ägyptischen Raum damit eingerieben wurden. Und manche der eingeriebenen Leichen wurden dann später auch mal wieder zermahlen, um da irgendwelche lustige Medizin draus zu machen. Aber wie lief das damals im alten Ägypten genau ab? Und warum handelte es sich bei diesem Vorgang um eine künstliche Mumifizierung? Tja, dann passt mal auf. Im Übrigen erspare ich euch hier einmal eine genaue bildliche Darstellung, weil ich keinen Bock habe, dass YouTube mal wieder getriggert ist. Also, zuerst wurde der Leichnam gewaschen. Klar, weil so Sachen wie Eiter oder blutende Wunden können da schon mal hinderlich sein. Dann wird ein kleiner Haken herbeigeholt, der sieht so aus, und dann wird dieser in die Nase des Toten geführt, bis er oben am Gehirn angekommen ist. Und dann wird der so lange drin rumgestochert, bis das Gehirn weich genug ist, um es durch die Nasenlöcher rauszuziehen. Denkt dabei einfach mal an Kaugummi, der zu lange in der Sonne lag. Danach wurde der Leichnam schön sorgfältig am Bauch aufgeschnitten, um die Eingeweide rauszunehmen. Das einzige, was man da noch drinnen ließ, war das Herz, weil das brauchte der Tote ja noch für das Göttergericht. Und die Nieren ließ man auch drinnen, weil man hatte damals noch nicht so wirklich einen Plan, was das ist, und es war auch zu schwer, um da ranzukommen. Der Körper wurde dann in Natron eingelegt, damit er schön trocknen konnte, und das hat dann schon mal einen ganzen Monat gedauert. Nach dieser Trocknungsphase wurde der Körper dann nochmal gewaschen, bevor er dann mit Salböl und einer bunten Mischung aus Sägespänen, Myrrhe, Gewürzen und noch mehr Natron gefüllt wurde. Gefüllte Mumie. Am Ende wurde der Leichnam in ganz dürre viele Binden eingewickelt, wo auch viele Amulette und Schutzzeichen drinne waren, weil totenreich und so. Dann wurde der Leichnam in einen Sarkophag gesteckt, welcher je nachdem, welche hohe Funktion der Tote hatte, auch mal aus purem Gold bestehen konnte. Looking at you, Tutanchamun. Und dann mit etwaigen Grabbeigaben in ein Grab geschafft, welches schon mal aus circa 10 Räumen oder mehr bestehen konnte. Bestes Beispiel hierfür ist das Tal der Könige. Und so entstanden die künstlichen Mumien des alten Ägyptens. Aber Ritter van Bier, wenn es künstliche Mumien gab, heißt das, es gibt auch natürliche Mumien? Ganz genau. Bei diesen handelt es sich dann um nicht präparierte Leichen, welche meist durch natürliche Umstände wie trockene Luft, luftverschlossenes Moorland oder simpel durch etwaige andere Austrocknungsprozesse entstanden sind. Das beste Beispiel hierfür wäre natürlich die Mumie, welche unter dem Namen Ötzi in die Geschichte einging. Bei Ötzi handelte es sich um einen ca. 1,60 Meter großen, 45-jährigen Mann aus der späten Jungsteinzeit, welcher durch einen Pfeilschuss getötet worden sein soll und so in den eisigen Höhen der Ötztaler Alpen sein Ende fand.
Am 19. September 1991 fanden Wanderer den nun halb aufgetauten Leichnam, dachten zuerst an ein Verbrechen, riefen die Polizei und es stellte sich heraus, dass da gerade ein Sensationsfund geschehen war. Durch die kalte, eisige Luft war der Körper so gut erhalten, dass sogar noch die Augäpfel sowie Tätowierungen auf der Haut zu finden waren. Sogar einige Organe waren teilweise noch vorhanden. Ja, aber da das mit dem Sensationsfund erstmal nicht bekannt war, ist bei der Bergung so einiges schiefgelaufen. Ein Polizist hat mit einem Presslufthammer an der Leiche rumgespielt. Paar andere haben die Mumie und die Waffen, die er bei sich trug, in Plaste eingepackt, wobei Ötzis Bogen einfach mal so zerbrochen wurde, damit er in die Tüte reinpasst. Als er zur Autopsie gebracht wurde, hatte ein Arzt einfach mal Ötzis Arm gebrochen, damit er besser in den Sarg passt. Und noch vieles mehr. Und da muss ich jetzt mal kurz vom Thema abweichen, weil das erinnert mich irgendwie an diesen Fall mit der Dinosaurier-Mumie. Weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Da haben bei einem Tagebau die Arbeiter ein unbekanntes Fossil gefunden, dachten sie jedenfalls, haben dann ein Archäologenteam rangeholt, die haben das Fossil dann versucht freizulegen und beim Versuch, das aus dem Stein rauszuholen, zerbrach das ganze Ding einfach mal so in 1000 Einzelteile. Und der Gesichtsausdruck der Archäologen, ich glaube, das muss die gleiche gewesen sein wie bei den Leuten, wo damals rauskam, dass die da gerade eine 1000 Jahre alte Mumie misshandelt haben. Aber nicht nur in eisigen Höhen finden sich Mumien, auch in manchen tiefen Mooren. Dabei handelt es sich um Mumien, welche durch den sauren Boden des Moores sowie den Entzug von Luft konserviert wurden. Diese finden sich größtenteils in Irland, Schottland, Niedersachsen, den Niederlanden, Schweden oder Dänemark. Die bekanntesten Moorleichen sind zum Beispiel der Tollundmann sowie der Grauballemann, welche in Dänemark gefunden wurden. Oder auch der Mann aus Hogenseet, welcher 1920 von Arbeitern beim Torfstechen im niedersächsischen Fehemoor bei Edewecht gefunden wurden. Es wird gemunkelt, dass es sich bei einigen Moorleichen um Opfergaben der Germanen handelte, da ein Großteil der Gefundenen meist Verletzungen oder andere Zeichen aufzeigte, welche keineswegs durch einen Unfall entstanden sein können. Zum Beispiel hat der Tollundmann eine Schlinge um den Hals und die Moorleiche aus Windeby hatte eine Bandage um die Augen gewickelt bekommen, bevor er starb. Selbstverständlich kann es sich bei anderen Moorleichen auch um Unfälle handeln. Das war damals gang und gäbe, dass man, wenn man nicht vorsichtig war, fix mal im Moor versinken konnte. Tja, liebe Kinder, folgt nicht den kleinen Lichtern. Das geht böse aus. Natürlich gibt es auch noch andere Mumienarten auf der Welt, aber da würde das Video jetzt zu lang werden, deswegen könnt ihr euch da mal am besten selber auf die Socken machen, wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt. Ich habe euch mal wieder ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt, unter anderem auch das mit der Dinosaurier-Mumie und noch ein paar recht spannende Dokumentationen und Blogs zum Thema. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.